vorbemaltes Tabletop-Gelände aus Plastik, das nur noch zusammengebaut werden muss und dann direkt spielbereit ist? Archon Studio verspricht mit ihrer neuen Prismacast-Technik eine echte Revolution im Geländebau. Daher habe ich mir das allererste und brandneue Prismacast-Set besorgt, um es mit euch im Detail anzuschauen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kleiner Disclaimer vorweg, ich habe dieses Set kostenlos und unverbindlich von Miniaturikum zu Review-Zwecken gestellt bekommen. Dafür vielen herzlichen Dank. Archon Studio hat sich in den vergangenen Jahren definitiv einen Namen im Tabletop-Hobby gemacht. Zahlreiche Gelände- und Miniaturensets wurden nach und nach erfolgreich per Crowdfunding realisiert. Hinzu kommen Auftragsarbeiten für andere Hersteller und ihre Lizenzspiele wie ihre Masters of the Universe Sets. Archon Studios aktuelle Crowdfunding-Kampagne Dungeon & Lasers 6 Caves läuft noch bis Ende März 2024 und hat aktuell bereits über 1,3 Millionen Euro erzielt. Denn neben frischen Dungeon-Designs und schier unzähligen Gratis-Stretch-Goals-Miniaturen ist das neue Gelände auch pre-painted, also vorbemalt erhältlich. Dahinter steckt die neu entwickelte Prismacast-Technik von Archon Studio. Grob gesagt wurde das Gelände zunächst von einem Künstler ganz normal bemalt und dann eingescannt, um danach das eigentliche Gelände zu bedrucken. Streng genommen ist dieses Gelände also nicht bemalt, sondern bedruckt, was technisch gesehen und in Sachen Haltbarkeit schon ein wichtiger Unterschied ist. Die Sets aus der aktuellen Crowdfunding-Kampagne werden zwar erst 2025 ausgeliefert, aber immerhin ist bereits ein älteres Dungeon & Lasers Set als Prismacast-Variante erhältlich. Weitere Sets dürften Schritt für Schritt folgen. Genau wie in der normalen Version des Dwarven Mind Sets sind 6 Gussrahmen mit Dungeon-Bauteilen und ein Gussrahmen mit Verbindern enthalten. In der Prismacast-Variante des Dwarven Mind Sets sind die 6 Gussrahmen zudem in 2 Design-Varianten unterteilt. 4 Gussrahmen enthalten braune Erdböden, 2 Gussrahmen bieten Böden mit blauen Pfützen. Ansonsten sind die übrigen Designs auf allen Gussrahmen identisch. Sehr clever hierbei ist, dass das Plastik farblich zur Bemalung passt. Denn so fallen die Angussstellen zum Gussrahmen später kaum noch auf. In diesem Set beispielsweise ist das Plastik ähnlich braun wie die Holzbemalung, wodurch die herausgelösten Teile keine allzu auffälligen Angussstellen zeigen. Klar, bei genauerem Hinsehen sieht man es, aber insgesamt ist das schon sehr geschickt gelöst. Die Bemalung bzw. der Druck selbst ist auf den ersten Blick durchaus beeindruckend. Die Farben sind kräftig und der Druck bietet neben Schattierung auch Farbverläufe. Holz ist also nicht nur einfach einfarbig braun und Steine sind jeweils nicht nur im selben Grau enthalten. Dadurch, dass die Teile bedruckt sind, ist auch die Haltbarkeit merklich höher als bei einer Bemalung. Man muss schon wirklich mit viel Druck und scharfen Werkzeugen auf den Teilen kratzen, um Schäden zu verursachen. Das ist definitiv ein Riesenvorteil. Schade ist nur, dass der Druck seidenmatt und damit leicht glänzend ist. Wer sich daran stört, kann aber ganz einfach zu Mattlack greifen. Ein weiteres Manko aus meiner Sicht sind die aufgedruckten Leuchteffekte in diesem Set, wobei ich nicht sagen kann, ob es an der Vorlage des Künstlers bzw. am Design liegt oder technische Gründe hat. Jedenfalls sind die Fackeln nicht rundherum bedruckt und vorwiegend weiß als Feuerfarbe ist irgendwie auch nicht so passend. Weiterhin ist der Lichtschein an den Mauern durch das viele Gelb und Rot meiner Meinung nach auch nicht wirklich gelungen. Da hätte ich mehr Orange und feinere Farbabstufung erwartet. Von der Modularität und Materialqualität entspricht das Prismacast-Set dem unbemalten Set. Das Plastik ist Archon Studio typisch sehr hart und die Bauteile sind mit extrem vielen Angusspunkten am Rahmen verbunden. Das und die Tatsache, dass manche Abstände so eng sind, dass man nur schwer mit einem Seitenschneider dazwischenkommt, machen das Heraustrennen leider teils zur Schwerstarbeit. Denn im Gegensatz zu Games Workshop Bausätzen benötigt man hier schon etwas Kraft und das kann sich bei der Vielzahl an Angusspunkten irgendwann durchaus in Handgelenksschmerzen bemerkbar machen. Nutzt daher in jedem Fall einen Seitenschneider ohne sogenannte Warte, damit ihr die Bauteile nahezu rückstandslos heraustrennen könnt und kaum entgraten müsst. Das spart einiges an Mühen. Dank der Verbinder und Stecker an den Bauteilen lässt sich ein beliebiger Dungeon binnen 1 bis 2 Minuten schnell auf- und abbauen.
Die kleinsten Bodenflächen sind allerdings 2x2 Fliesen groß, daher sind beispielsweise keine Räume oder Gänge mit ungerader Fliesenzahl möglich. Mein Fazit zum ersten Prismacast-Set möchte ich daher auf den technischen Aspekt des neuen Druckverfahrens und dem generellen Design der Bauteile aufteilen. Diese sind zweckmäßig und bieten ein paar nette Details wie die modularen Fackeln und beweglichen Türen. Das Auf- und Abbauen eines Dungeons geht fix, allerdings ist man bei den Grundrissen immer der Mindestgröße von 2x2 Fliesen unterworfen. In der unbedruckten Plastikvariante kostet die Dwarven Mine offiziell 54 Euro, wobei Händler wie Miniaturikum da deutlich günstiger sind. Die Prismacast-Variante liegt offiziell bei 79 Euro, auch da ist beispielsweise Miniaturikum deutlich günstiger. Dennoch ist die Vorbemalung preislich deutlich zu spüren, was meiner Meinung nach aber absolut fair bepreist ist, denn ein paar Stunden Bemalzeit plus Grundierung und Farben kosten schließlich auch. Allerdings ist bei der Prismacast-Technik und den Designs aus meiner Sicht jeweils noch Luft nach oben. Sei es bei den Leuchteffekten in diesem Set oder dem seidenmatten Finish ganz allgemein. Natürlich lässt sich all das problemlos ausbessern bzw. optimieren, sei es mit Mattlack oder durch Trockenbürsten für mehr farbliche Abwechslung und Hervorheben von Details. Auch die mäßigen Leuchteffekte lassen sich selbstverständlich noch nachträglich pimpen. Ich bin daher gespannt, wie sich Prismacast in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Aktuell ist die Technik meiner Meinung nach schon sehr beeindruckend, aber sie hat auch ihre Grenzen, zumindest noch. Was haltet ihr von dem Pre-Painted-Gelände von Archon Studio? Seid ihr bei der aktuellen Crowdfunding-Kampagne dabei oder bemalt ihr eure Bausätze lieber selbst? Ich freue mich auf euer Feedback, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!